Das sind einige unserer Themen heute. Neubau der IGS Kontwig fertiggestellt. Einweihung der Feuerwache-Außenstelle in Pirmasens. Firma Peter Kaiser mit neuem Verkaufsraum und vieles mehr. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kompakt. Der Neubau im Komplex der integrierten Gesamtschule Kontwig ist nahezu fertiggestellt. Grund genug für Schulleiter Thomas Höchst, die Neuerungen vorzustellen und bei der Gelegenheit auch Ende September zu einem Sommerfest und Tag der offenen Tür einzuladen. Wir sind mit ihm durch den Neubau gegangen. Vor über 9 Jahren wurde die Goethe-Schule in Kontwig zu einer integrierten Gesamtschule. Mit den dabei hinzukommenden Klassen- und Schülerzahlen war es notwendig, einen Neubau zu schaffen, um dem Rahmenbauprogramm des Landes nachzukommen. Diesen nahezu fertigen Neubau konnte Schulleiter Thomas Höchst nun nicht ohne Stolz präsentieren. Man sei bei 95%, es fehlen nur noch Kleinigkeiten. Im Flurbereich wird jetzt noch ein großes Bilderhängsystem ausgegeben werden, aber das Ganze ist fertig und der Schulhof ist in der Endphase. Es findet jetzt so eine letzte Arbeitsphase statt, das heißt der Altbau, der sich aber im anderen Gebäude befindet, wird jetzt auch nochmal kernsaniert. Dort befindet sich aber hauptsächlich der Verwaltungsbereich, der jetzt kernsaniert wird und dort kommen jetzt noch 2 Computerlabore dazu, nach modernstem Stand mit neuen Computern, wo Schüler dann auch lernen können, sodass die Schule am Ende 4 Computerräume haben wird. Was auch noch jetzt in der Endphase ist, ist der neue Busbahnhof, wo dann 3 Busse einfahren können und zusätzliche Lehrerparkplätze. Das sind Dinge, die etwa bis zu den Osterferien hin beendet sein sollen. Der Neubau selbst wurde im Wabensystem konzipiert. Alle 5. bis 10. Klassen sind hier untergebracht. In den Ecken befinden sich pro Wabe je 4 Klassenräume. Dazwischen ein Differenzierungsraum etwa zur Förderung Hochbegabter oder für Sonderaufgaben. Demgegenüber ist der Lehrerstützpunkt sowie das Zimmer des Stufenleiters. Jede Klasse hat 2 Klassenlehrer, die somit nah bei den Schülern sitzen. Die Räume selbst sind mit elektronischen Tafeln für den multimedialen Unterricht hochmodern ausgestattet. Im Erdgeschoss befindet sich eine große helle Mensa. 172 Schüler können hier gleichzeitig ganz ohne Hast essen und sitzen. Jedem stehen täglich 3 Essensangebote zur Verfügung, davon ein vegetarisches und ein Salatbuffet. Nachspeise und kostenlose Getränke kommen dazu. Auch über die neue Bibliothek freut man sich. Auf 250 Quadratmetern möchte man die Schüler an die Lehrwerke heranführen. Aufgeteilt nach Genres und Themenbereichen stehen die Bücher allen Schülern nach einem Ausleihsystem zur Verfügung. Auch Präsenzveranstaltungen können hier stattfinden. Im Medienbereich werden Computer zur Recherche stehen. Die Oberstufenschüler, die alle ein Tablet bekommen, können hier ebenfalls im WLAN arbeiten. Auch Musiksäle sind im Erdgeschoss entstanden. Der Schulhof wird laut Höchst ein weiteres Highlight. Er ist größer als die Norm und umfasst einen Klassenraum im Freien. Nach Monaten des Baulärms und der Umzüge sieht man mit der Inbetriebnahme des Neubaus einen Grund zu feiern. Und das mit dem ganzen Dorf und allen Interessierten. Feiert bei uns, wir machen ein Sommerfest am 22. September und werden in das Sommerfest auch einen Tag der offenen Tür integrieren, wo wir Unterricht zeigen werden, wie findet ein moderner Unterricht statt, halte mal, auch mit diesen elektronischen Tafeln. Wir werden besondere digitale Projekte, wir werden die Oberstufe nochmal vorstellen mit den Tablets, wie wird ein Unterricht in der Oberstufe aussehen. Und natürlich haben wir Mitmachangebote, wir haben reichlich Essen und Trinken, das wir für diesen Tag haben werden. Und wir laden deshalb auch zum Beispiel die zukünftigen Schüler der 4. Klassen ein. Ihr könnt euch jetzt schon anschauen, wie sieht diese neue Schule aus. 17,5 Millionen Euro sind in den Umbau und die Erweiterung der Kontwiger Goethe-Schule geflossen. Bis nach den Osterferien sollen dann wirklich alle Baumaßnahmen abgeschlossen und alles an seinem Platz sein. Das Sommerfest mit Tag der offenen Tür steigt am 22. September 2018 von 9:30 Uhr bis 14:30 Uhr.
Seit 2012 bereits gibt es das Netzwerk Ehrenamt Südwestpfalz, um alle Engagierten und die, die es werden wollen, zu verknüpfen und Kontakte herzustellen. Mit einem bunten Nachmittag möchte man einmal im Jahr allen Beteiligten für ihre Mühe und ihr Engagement danken. Auf Maria Rosenberg kamen die Netzwerkpartner bei Kaffee und Kuchen zusammen. Kreisbeigeordneter Peter Spitzer hatte die Idee, nicht nur alle 2 Jahre wie zuvor, sondern jährlich mit einem gemütlichen Nachmittag Wertschätzung zu zeigen. In der Südwestpfalz gibt es eine große Anzahl von Initiativen, Vereinen und Verbänden, in denen sich Freiwillige engagieren. Sie organisieren sich in diesem Netzwerk. Ansprechpartnerin bei der Kreisverwaltung ist Carina Frisch. Also Netzwerkpartner sind zum Beispiel ganz vielfältig. Die Tafel ist mit dabei, die stationäre Einrichtung. Es ist eine Dame dabei, die geht jeden Tag unter der Woche 4 Stunden in eine Senioreneinrichtung. Es ist Hospiz dabei, es sind Selbsthilfegruppen mit dabei. Die Gruppensprecher, die machen das auch alles ehrenamtlich. Es ist das lokale Bündnis für Familie, um nur einige zu nennen. Kürzlich konnte man die Arbeit des Netzwerks auch auf dem großen rheinland-pfälzischen Ehrenamtstag in Pirmasens vorstellen und kam mit den Menschen ins Gespräch. Möchte man etwas Zeit verschenken und sucht womöglich ein Ehrenamt? Oder hat man Ideen für neue Projekte? Dann ist man im Netzwerk jederzeit willkommen. Also wir haben 2-mal im Jahr eine Plenumssitzung. Die sind immer vorterminiert fürs nächste Jahr. Dann treffen wir uns, da findet ein Austausch statt, es werden Ideen gesammelt, es wird Kritik, es sind Fortbildungen, wir haben ab und zu Referente da. Und Sinn und Zweck ist es, dass in diesem Netzwerk der eine vom anderen profitieren kann, immer auf dem neuesten Stand ist und jeder dazu seinen Teil beitragen kann. Die Stärken des Netzwerks Ehrenamt Südwestpfalz sind die Vielfalt und die große Erfahrung der mitwirkenden Ehrenamtlichen, Institutionen, Vereine und Verbände. Auch 2019 wird man sich wieder 2-mal zum Plenum zusammenfinden. Dazu kommen Arbeitskreise und natürlich auch der nächste bunte Nachmittag als großes Dankeschön. Nach einer Bauzeit von knapp 1 Jahr sind die Arbeiten an der neuen Außenwache der Feuerwehr Pirmasens an der Lemberger Straße fertiggestellt. Am 10. September fand hierfür die offizielle Übergabe mit dem Oberbürgermeister statt. Wir waren für Sie vor Ort. Bei einem Brand muss schnell gehandelt werden. Neben der richtigen Ausrüstung ist auch die Zeit sehr wichtig für die Feuerwehr. Um den stockenden Straßenverkehr in der Innenstadt zu umgehen, wurde nun eine Außenwache an der Lemberger Straße in Pirmasens erbaut, die am 10. September offiziell von Oberbürgermeister Dr. Bernhard Mattheis und dem Amtsleiter für Brand- und Katastrophenschutz Karl-Heinz Bär präsentiert wurde und für die Feuerwehr Pirmasens von großem Nutzen ist. Zur Aufrechterhaltung der Einsatzgrundzeit in 8 Minuten. Die Leute, die Feuerwehrleute, die Feuerwehrkräfte, die hier in den Vororten Erlenbrunn, Niedersimden oder Stadtteil Rubank wohnen, die brauchen halt zur Hauptwache fast 10 Minuten, je nachdem was für ein Verkehr. Hierhin kommen sie schneller und können dadurch auch schneller in den Einsatz kommen. Die besetzen hier das Fahrzeug und rücken dann zusammen mit der Hauptwache, ergänzen quasi die Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache in der Gasstraße. Fast 1 Jahr lang wurde die Außenwache gebaut. Dabei blieb es nicht nur bei der Fahrzeughalle an sich. Fernwärmeleitungen mussten verlegt, Parkplätze errichtet, Umkleiden und Toiletten gebaut werden und vieles mehr. Der Zeitplan des Baus wurde eingehalten. Nur eine Sache wird noch benötigt. Uns fehlt jetzt halt dieses Fahrzeug, das geplante Fahrzeug, wo hier hätte sollen stehen. Da müssen wir jetzt noch warten, das dauert jetzt noch etwas. Das ist ein mittleres Löschfahrzeug und es dient also zur Brandbekämpfung hauptsächlich und für kleinere technische Hilfeleistungen für eine Staffel, das heißt also für 6 Mann. Und es ist ein selbstständiges Fahrzeug mit 1000 Liter Wasser, mit einer Pumpe und entsprechend Material, dass die sich halt direkt ausrüsten können und Brandbekämpfung durchführen können. Mit Kosten von rund 430.000 Euro auf einem fast 2.000 Quadratmeter großen Areal hat die Stadt Pirmasens nicht nur in ihre freiwillige Feuerwehr, sondern vor allem auch in die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger investiert. Früher so gut wie alles, heute immerhin noch sehr viel dreht sich in Pirmasens rund um den Schuh, seine Entwicklung und den Handel.
Mit Peter Kaiser ist hier unter anderem die älteste Schuhfabrik Europas beheimatet, die zu den Premium-Marken im Damenschuhsegment zählt. Dort gab es jetzt etwas ganz Neues. Peter Kaiser, der traditionsreiche Hersteller von Premium-Damenschuhen, eröffnet mit einem Angebot von 4000 Paar Schuhen auf 600 Quadratmetern in seinem Stammsitz in der Lemberger Straße Pirmasens am 6. September seinen neuen Fabrikverkauf Werk 1. Wir haben natürlich schon mit dem einen oder anderen Widerstand zu kämpfen gehabt. Natürlich erstmal damit, dass ich einen sehr kurzen Zeitraum vorgesehen hatte von der Erstentwicklung des Konzeptes bis zur Umsetzung bzw. der Eröffnung. Waren es jetzt knapp 12 Monate, was für so ein Projekt ja schon wirklich rekordverdächtig ist. Und dementsprechend gab es natürlich erstmal die Hürden zu nehmen in Bezug auf die Genehmigungen, für die wir ein bisschen kämpfen mussten, aber letztendlich hat die Stadt dann wirklich sehr tatkräftig das Ganze unterstützt. Das waren Hürden und natürlich die ein oder andere schlaflose Nacht während der Bauphase mit den Gewerken, dass gewisse Teile nicht da sind, wie man sich das vorstellt, dass sie nicht zeitgemäß da waren oder qualitativ nicht das erfüllt haben, was wir uns vorgestellt haben. Also es war schon eine Zeit mit vielen schlaflosen Nächten. Aber zum Glück nur relativ kurz, weil wir tatsächlich sehr schnell arbeiten konnten. Für den erweiterten Werksverkauf wurde eine frühere Produktionshalle renoviert. Rund 750.000 Euro hat das Unternehmen in die Erneuerung investiert. Verkauft werden dort Damenschuhe von Peter Kaiser, Taschen und Strümpfe sowie eine kleine Auswahl an Herren- und Kinderschuhen. Auch eine Cafeteria gibt es. Teil des Konzeptes, dass wir hier etwas schaffen, was nicht nur für die Marke Peter Kaiser gut ist. Natürlich stehen auch wirtschaftliche Dinge da im Hintergrund. Aber für Pirmasens als Schuhstadt ein Exempel zu statuieren, dass man hier auch investieren kann am Standort, dass man hier etwas schaffen kann, um wirklich auch Touristen aus der Region zum Beispiel Attraktionen zu bieten, die es so vorher nicht gab. Also es ist, glaube ich, schon eine Win-Win-Situation, dass wir Leute in die Stadt bringen, die dann von hier aus auch die weiteren schönen Teile der Stadt, zum Beispiel das Dynamikum in Pirmasens, besuchen können und eben auch letztendlich Geld in die Stadt bringen. Als Konkurrenz zum Einzelfachhandel betrachtet Frank den neuen Verkauf nicht, da man in der näheren Umgebung keinen Vertrieb in Läden habe. Den Fachhandel will der Damenschuhhersteller vielmehr mit einem neuen Verkaufskonzept unterstützen, der Schuhbar. Ende August wurde feierlich das Filmprojekt Home, ein Film für Pirmasens, der JUKW, bei einer Vorführpremiere präsentiert. 2 Jahre lang haben sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene verschiedenster Herkunft mit der Stadt Pirmasens beschäftigt. Großen Wert legte man hier auf die Begegnungen. Wir durften bei der Vorpremiere dabei sein. Nach 2 Jahren voller interessanter Begegnungen und Gespräche sind alle Arbeiten für das Projekt Home, ein Film für Pirmasens, abgeschlossen. Am 30. August war es dann endlich soweit für die Vorpremiere des Films mit allen Beteiligten und besonderen Gästen wie Oberbürgermeister Dr. Bernhard Mattheis und Staatssekretärin Dr. Christiane Rohleder. Begrüßt wurden die Gäste durch Dieter Geisinger, Leiter der JUKW. Wir hatten ja schon vor ein paar Jahren einen Song gemacht für die Stadt Pirmasens, weil da war uns ganz wichtig, dass wir möglichst viele Pirmasenser bei einem Thema zusammenbekommen. Das heißt, junge, alte Personen und vor allem, dass sich Personen begegnen, die sich normalerweise nicht begegnen würden. Und das haben wir beim Song ganz gut hinbekommen. Und dann kam natürlich eine Folgeidee und da war der Film angesagt. Das heißt, wir hatten einfach den Gedanken, wir machen einen Film genau zum gleichen Thema. Wir bringen vor allem auch Kinder und Jugendliche dazu, sich mal mit der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Pirmasens zu beschäftigen und auch zu recherchieren über verschiedene Etappen oder verschiedene Epochen in Pirmasens. Zum Beispiel über die Schuhindustrie, die großen Zeiten von Pirmasens, auch die Zeit, wo die Amerikaner bei uns waren. Und auch einen Blick mal zu werfen in die mögliche Zukunft von Pirmasens. Die Geschichte erzählt von einer jungen Band, die sich notgedrungen mit der Stadt Pirmasens auseinandersetzt. Ich werde die Stadt wahrscheinlich verlassen. Weißt du was? Auf so eine Scheiße habe ich überhaupt keinen Bock. Nee. Wie geht's mit der Band weiter? Wo willst du überhaupt hin? Ich gehe nach Pirmasens. Sie ziehen gemeinsam los, um sich ein eigenes Bild von der Stadt zu machen und erkennen am Ende, PS hat viele Gesichter. Die Regisseure des Films,
Marc Eisenberg und Puja Nemati freuen sich besonders über die gelungene Projektzeit und das fertige Ergebnis. Ein Film für Pirmasens, über Pirmasens, von Pirmasenser, ja, und Pirmasenserinnen. Letztendlich haben wir versucht, natürlich das erfolgreiche Projekt Song für Pirmasens eben dann noch als Film weiterzuführen. Das war schon die Grundidee auch. Deshalb ist die Musik auch schon ein bisschen roter Faden im Film. Aber es ist eine spannende Collage geworden aus verschiedenen Filmformaten. Manchmal Interviewpassagen, manchmal dokumentarisch, manchmal spielfilmtechnisch. Ich persönlich kann nur sagen, dass es ein sehr spannendes Pflaster ist und bleibt. Und das machen die Menschen vor allem in erster Linie. Insofern war das für mich ein Riesengenuss, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten und diese Begegnungen schaffen zu dürfen. Der Film kann käuflich als DVD und Blu-ray erworben werden. Nach dem vielen positiven Feedback kann das gesamte UKW-Team die nächsten Projekte, die in Zukunft anstehen werden, mit großer Vorfreude angehen. Das war's mit Kompakt für diese Woche. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, bei der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin machen Sie's gut und tschüss.